Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen. So, ich hatte viele Nachrichten bekommen. Wir befinden uns ja jetzt seit einiger Zeit in der Türkei und mich hatten einige Leute angeschrieben, die wir das hier überhaupt mit der Datensim machen, mit Arbeiten generell. Wir haben ja nicht immer und überall WLAN hier in der Türkei und auch außerhalb unserer, also wenn wir unterwegs sind, arbeiten wir viel online und brauchen entsprechend immer viele mobile Daten. Deswegen habe ich schon zu einigen Ländern ein Video gemacht und das erklärt, was wir wie in welchen Ländern machen. Und nun möchte ich euch dazu erzählen, wie wir das in der Türkei machen. Wir haben uns die Anbieter angeguckt. Es gibt unter anderem A1, es gibt Vodafone, also ist ja A1. Dann gibt es Türkcell und noch verschiedene andere. Türk Telekom gibt es unter anderem. Und da wir halt viele mobile Daten immer brauchen, haben wir uns dann bewusst für die Türkcell-Anbieter entschieden. Und das ist auch im Grunde relativ einfach. Also wenn ihr in die Türkei einreist, so haben es wir gemacht. Wir haben uns für 20 Euro so für 5 Tage eSIM gebucht, noch halt wo wir Internet oder mobile Daten hatten. Bulgarien bzw. Griechenland ist ja die meistgefahrene Route in die Türkei von dem, aus dem europäischen Teil. Haben uns halt die eSIM geholt. Die ist jetzt von der Netzabdeckung nicht so prall in der Türkei. Wir sind da auch ein bisschen eher enttäuscht, aber fürs Nötigste reicht, für im E-Mails empfangen und auch für WhatsApp und für Sonstiges. Aber ansonsten ist das eher mau, die Verbindung damit. Selbst hier jetzt in Istanbul, wo wir sind. Jedenfalls haben wir uns das geholt und haben uns dann zu einem Türkcell Laden navigieren lassen. Den findet ihr in jeder etwas größeren Stadt. Die sind eigentlich sehr häufig vertreten und die haben sogar auch an Sonn- und Feiertagen offen, die meisten zumindest. Und in diesem Laden könnt ihr euch dann so eine Touristensim kaufen. Die kostet so zwischen 15 und 18 Euro. Je nach Kursschwankung ist das halt. Das wird auch bestimmt sich ändern noch in der nächsten Zeit. Also wenn ihr das Video in 2 Jahren guckt, wenn das 2 Jahre alt ist, das Video, könnte es sein, dass die Preise sich stark geändert haben. Jedenfalls geht ihr einfach in so einen Türkcell-Laden und bittet den Herren, die meisten, also in allen, in die wir bisher waren, sprechen auch sehr gut Englisch. Zur Not gibt es ja immer ein WLAN, wo man sich einloggen kann in dem Laden und dann könnte man dort sich auch mit dem Google Translator oder irgendeinen anderen Translator, ich benutze halt den Google Translator, da komme ich ganz gut mit zurecht, um mich zu verständigen, das hat halt immer bisher geklappt. Dann kauft ihr diese SIM-Karte für den besagten Preis. Und gleichzeitig könnte man die auch gleich aufladen lassen, da gibt es nämlich verschiedene Pakete. Wir haben uns dafür diese App runtergeladen im Nachhinein. Am Anfang haben wir uns für den 200 GB Paket 200 GB reine Datensim entschieden. Die ist dann 30 Tage gültig. Da wir sehr viele Daten brauchen, ist das für uns halt das Passende gewesen. Und telefonieren brauchten wir eh nicht. Wir konnten halt mit der Datensim dann halt mit FaceTime und mit WhatsApp konnten wir dann telefonieren. Danach hatten wir uns diese App runtergeladen. Türkcell heißt die einfach. Einfach im Play Store oder im iOS, im App Store halt runterladen. Das ging relativ flott. Und dann könnt ihr euch anhand der Nummer der SIM-Karte registrieren. Da müsst ihr dann quasi die Nummer eingeben und macht euch dann Benutzerkonto. Da könnt ihr euren Namen eingeben oder auch nicht. Das ist relativ simpel. Dann kommt eine SMS. Müsst ihr euch nur auf diese Telefonnummer schicken lassen, müsst ihr euch registrieren und dann seid ihr eigentlich schon in dem Menü drin. Dann könnt ihr halt, ich habe jetzt hier, wie ihr seht, ist jetzt 200 GB Tarif jetzt so drin. Wir haben noch 33,17 GB über. Da sind jetzt 6 days left, 6 Tage noch gültig. Wenn ihr danach dann was anderes haben wollt, könnt ihr hier auswählen. Da ist dann zum Beispiel hier, mache ich das mal so, habt ihr die verschiedenen Pakete. Dann könnt ihr auf Buy Package gehen. Und dann kriegt ihr die verschiedenen Sachen angezeigt. Da könnt ihr zum Beispiel hier, da ist es auf Türkisch, kann man auch auf Englisch umstellen. Für 70 türkische Lira, für 80 türkische Lira, da habt ihr 3, da habt ihr 12 GB, 7 GB, 15 GB, 10 GB und verschiedene Telefonieoptionen noch.
Könnt aber auch hier dann verschiedenes noch halt einmal Guthaben aufladen. Transaction for another line ist schon auf Englisch da unten. Und wenn das ausläuft, ist ja noch ein weiteres Angebot. Das ist dann die reine Datensim. Und die haben wir halt genommen. Im Notfall könnt ihr euch natürlich auch im türkischen Laden da beraten lassen. Bisher waren die alle immer sehr fähig. Und wie gesagt, normalerweise, wenn das ausgelaufen wäre, wäre hier noch ein Internetbuchpaket und dann könnt ihr das extra für die entsprechenden Bedürfnisse, die ihr habt, auswählen. Wenn ihr jetzt sagt, boah, 200 GB ist eine ganze Wucht und wir sind jetzt 2-3 Monate hier in der Türkei, könntet ihr auch, gibt es so einen 100 GB Tarif, der ist dann 3 Monate gültig. Warum das so ist, weiß ich nicht. Wir haben allerdings jetzt für die 200 GB haben wir ungefähr 12 Euro, zwischen 12 und 14 Euro, schlag mich nicht tot. Oder waren das 15 Euro? Irgendwie so im mittleren zweistelligen, also 10er Bereich haben wir dafür bezahlt. 100 GB war natürlich ein bisschen günstiger. Ich meine, das waren um die 280, 300 türkische Lira. Es geht auch problemlos mit Kreditkarte. Dass man das wieder aufladen kann, ist innerhalb von 5 Minuten auch aufgespielt auf der SIM-Karte. Das ging alles super einfach und wir hatten auch gar keine Probleme. Bis dann direkt wieder, musst du halt Roaming wieder anmachen, je nachdem was für ein Handy du hast. Wir haben halt ein iPhone und warum auch immer musste ich das Roaming immer anmachen, obwohl wir in der Türkei sind, eine türkische Karte sind, aber dann ging es wieder. Ja, und dann könnt ihr halt hier auch sehen, im Benutzerfeld, halt, wie viel ihr noch überhaupt in der App, seht ihr das dann, da könnt ihr einmal ein paar Tage, kann man da so ein Gewinnspiel mitmachen, da drückst du dann drauf, musst dein Handy einmal schütteln und dann kannst du verschiedene Sachen aussuchen, wir haben halt immer 1 GB pro Tag genommen und das wurde dann aufgespielt und so eine SIM-Karte ist halt ein Jahr gültig, so steht es hier drin. Ich habe jetzt die 8,45 türkische Lira Schulden noch drauf. Die werde ich mir mit Kreditkarte am Ende noch begleichen. Und wenn wir das nicht wieder aufladen, steht das, your line will be disabled for making around calls on. Also bis zum 12. Dezember 23 ist das die SIM-Karte gültig. Also ab Aufladung ein Jahr. Ich hätte die am 12. Dezember aufgeladen. Und wie ihr seht, wir haben jetzt den 5. Januar. Sind wir ganz gut damit hingekommen, weil wir auch teilweise WLAN von den Campingplätzen nutzen. Wir hatten aber bisher nur 2 gefunden, wo so einigermaßen WLAN gebrauchbar war. Das ist leider Manko, das ist in anderen Ländern besser gewesen. In Bulgarien war das zum Beispiel besser, da haben wir gar keine SIM-Karte gebraucht. Aber es ist halt Jammern auf hohem Niveau. Wenn man hier Urlaub macht, braucht man in der Regel das auch nicht, dann reicht das wahrscheinlich auch für Netflix da, aber einiges an Daten bewegen, wenn wir hier auch arbeiten dann. Deswegen haben wir uns halt dafür entschieden. Die Geschwindigkeit ist super. Da sind wir echt sehr zufrieden. Wir sind halt verwöhnt von Deutschland teilweise oder von aus Ungarn haben wir auch einen sehr guten Vertrag. Wobei in Deutschland war das nicht immer so pralle. Wenn ich mich zurückerinnere, bei uns im Laden, da war das recht schlecht. Privat war das dann eher besser. Aber jedenfalls mit dieser Türkcell-Karte, da haben wir eigentlich eine sehr gute Netzabdeckung, selbst wenn wir irgendwo durch die Pampa gefahren sind. Wir haben so einen kleinen mobilen Router, einen TP-Link und auch so einen größeren Router, da haben wir niemals Probleme gehabt, irgendwo einigermaßen zu arbeiten. Also war schon in anderen Ländern deutlich schlechter. Ja, und eigentlich ist diese App auch selbsterklärend. Wie gesagt, beim ersten Mal hat mir auch eine nette Dame aus dem Türkcell-Laden geholfen, mich da zu registrieren und das alles erklärt. Aber im Endeffekt, wenn man nicht ganz doof ist, ist das eigentlich selbsterklärend. Und die nächsten Male habe ich es dann auch selbst hinbekommen. Ja, wird auch hier oft so Banner angezeigt. Hier ist zum Beispiel jetzt ein Angebot, war hier jetzt für 100 türkische ersten monatliche Verträge. Nee, schon gut. Man müsste halt immer darauf achten, dass das so ein Prepaid-Paket ist. Türkcell bis. Ja, das waren auch wieder Verträge. Ja. Ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck geben von den SIM-Karten. Wie gesagt, wenn ihr euch da gar nicht zurechtfindet in der App, geht in einen türkischen Laden. Die helfen einem in der Regel immer gut. Das kostet so um die 14, 15 Euro für 200 GB. Die Karte muss man nur einmalig bezahlen. Die ist dann halt ein Jahr gültig. Im Laden haben sie mir gesagt, die wäre nur 3 Monate gültig. Das stimmt aber nicht. Jedenfalls wird es in der App anders angezeigt und auch in der SMS, die ich bekommen hatte, ist das halt immer ab Aufladung ein Jahr noch gültig, die Karte, so wie das von Prepaid-Karten von anderen europäischen Ländern gewohnt ist.
Da wird euch aber sehr gut geholfen und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, weil wir hatten am Anfang ein bisschen Schiss, wie wir das machen sollen mit den Daten. Ich kann euch sagen, es gibt wirklich zu erschwinglichen Preisen große Datenmengen, die man da buchen kann und das finde ich auch gut so. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Mich hatten halt viele angeschrieben, deswegen habe ich ein extra Video dazu gemacht. Und ja, ich würde sagen, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Die mich noch nicht verfolgen. Ansonsten sehen wir uns heute Abend wieder im Vlog. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann mal.